Herzlich willkommen zur 57. Folge Piano mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Die langen Greifarme waren schneller, ne? Die langen Greifarme sind na, knapp 50% schneller. Ticken weniger. Okay, dann nehmen wir mal die langen Greifarme dafür. Ja. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. So, ihr arbeitet auch. So, was hatte ich jetzt gesagt? Was brauchen wir jetzt noch? Ganz viel Zeug. Also so wie das aussieht, brauche ich definitiv noch so einen Feststofftrenner. Ich brauche noch Kühltürme. Also Feststofftrenner, Kühltürme. Okay. Und die Eisenkiste hier mit Natriumchlorid ist auch voll. Da sind Immerhin. noch 2,1 Millionen drin. Das ging auch nie mit dem da raus. Doch, doch, das wird schon. Viel schlimmer ist, sind diese 20.000 Flaschen in der 45-Sekunden-Forschung, die jetzt hier gerade am Durchrattern sind. 20.000 Flaschen? Ja, 10.000 und 10.000. 10.000 für Gummi. Dann haben wir erst die nächste Flasche freigeschaltet. Gummi ist das Ja. Einzige, was noch fehlt. Aber wenn wir das dann haben, haben wir geile Sachen, die wir freischalten können. Granaten für nur 1.000 Flaschen von beidem. Ist super für Waldwerk machen. Wobei, was kosten die? Oh, die sind sogar auch noch günstig. Kohle und Eisenplatten. Na gut, Kohle wird schon schwieriger. Nö, in Holz in den Ofen, da kam Kohle raus, oder nicht? Holz in den destruktiven Destillationsapparat und dann kommt Kohle raus. Aber es gab später auch bei Kohle Dingsens Bumsens auch das Rezept, dass du das aus Holz in den Ofen packen kannst, ja. Das gibt es bei Kohleverarbeitung 2. Da kannst du es in den Hochdruckofen packen und machst in einer halben Sekunde aus zwei Holz ein Kohle. Haben wir das schon? Noch nicht, aber das schalten Ach so. wir zeitnah eigentlich dann auch, glaube ich, frei, wenn wir die nächste Flasche haben. Das ist Kohle 2, sagtest du, ne? Ja, 2 in 5, 2000, ja. Geht ja sogar. 4500, 5000, 7500, 9500, 11500, Ja, das sind ab. 14.000 Flaschen, bis wir dann die Forschung überhaupt machen können. Die Ja, Vorforschung zwar. du musst aber Auf bedenken, 14.000 geht aber. Automatisierung machen wir ja sowieso oder werden wir ja sowieso machen. Weil die besseren Montagemaschinen werden wir definitiv mitnehmen. Es fehlt uns nämlich nur noch eine Sache, um die theoretisch zu bauen, diese komplizierten Kleinteile. Wo auch immer die drinne sind, dass wir sie freigeschaltet haben. Vermutlich sind sie gar nicht freigeschaltet bisher, oder?
Komplizierte Teile oder was? Kleinteile. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde es jetzt gerade so auf die Schnelle nicht. Die kommen mit Maschinen für die Petrochemie 2. Wir vergessen das mal ganz schnell. Wir suchen uns was anderes. Wie viele Wo sind Einzelteile denn? brauchen die denn? Ach, du ahnst es nicht. Die brauchen 2, 4, 8. 6, 8, 10, 11 Stück. Das wird witzig. Wie war es mit Logistik, Roboter? Wie war das generell mit Baurobotern? Die könnten wir, glaube ich, sogar forschen, theoretisch jetzt, oder? Ja, für 5000 Flaschen. Ist kostengünstiger als Petrochemie. Aber ich glaube, uns fehlen Riem und Zol da, glaube ich. Alter. Das Schöne ist, die Ports, die Roboports und so können wir uns kaufen oder bauen. Aber die Konstruktions-Piano-Bots sind dann zu teuer. Hier, guck mal, liebe. Guck mal hier, ihr könnt mal hier so richtig schön viele Eisenoxid verbraten. Könnt auch mal so richtig Gas geben hier. Weil das sich auch so lohnt, weil das Fließband dahinter nicht auch schon voll ist, ne? Na gut, aber ich hab den Scheiß einfach mal aus dem Inventar raus. Ist der einzige Vorteil. Aber im Endeffekt warten wir jetzt ja mehr oder weniger auf Gummi. Nee, ich, wie gesagt, ich brauche jetzt, was hatte ich jetzt gesagt, was brauchte ich? Ein Feststofftrenner. Das ist das Ding hier. Duda, 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 Duda. Muss ich jetzt echt das machen, worauf ich eigentlich gar keine Lust habe, das zu machen, weil das absolut aufwendig aussieht? Was habe ich noch gesagt? Feststofftrenner. Ach, Kühltürme. Die kosten ja aber gefühlt nichts. Ne, halt nur das Duraluminium, aber davon sollten wir jetzt ja eigentlich schon. Mehr oder weniger. Da ist halt das Aluminium das Problem, glaube ich. Echt? Ja, weil wir halt ka kaum bis gar kein Flüssigkeit davon haben, ne? Kohlegas fehlt halt absolut, ne? Und da die Anlage da oben auch, glaube ich, nicht mehr dran angeschlossen ist, kommt auch kein Kohlegas mehr dran. Wo ist ein Aluminium da? Also muss ich das gleich mal gucken, dass wir das da auf alle Fälle wieder hinbekommen. Was ist Liegt das hier für halt ein daran, Kram? dass Teer Optisch. sich überall staut. Ja, den Teer, der ist noch gar nicht angeschlossen, den muss ich gleich mal anschließen. Ja, aber dann wird jetzt auch zeitnah die Forschung sich halt sagen, nö, weil kein Ding mehr rankommt, kein Koks. Ja, genau, deswegen muss ich jetzt da jetzt die ganze Geschichte mal ganz dringend anbauen. Weil Ter muss, ja gut, Ter. Ja, können. Warte mal, wo holst du das von der Forschung? Wo holst du? Das ist doch das Band hier vorne, ne? Wo ich gerade vorbeilaufe. Das ist Koks, ja. Für die Forschung, ja. So, das holst du dir ja Wobei, das von geht der nicht mal zur Linken. Forschung. Oder? Das ist das Band, was du dir gelegt hast für deine beiden Sachen. Aber es ist auch für die Forschung, mehr oder weniger. Indirekt zumindest. Es ist ein Teil, was du für einen Vorteil von der Forschung brauchst. So. Für Okay. dieses Votorioxid-Ding-Bumm, bla 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 da. Und für Keramik, glaube ich.
So, also der läuft hier über die ganze Anlage hier. Das ist ja genau. Dann lassen wir das T jetzt einfach hier unten mit in die Anlage reinfließen. Dann freut die Anlage sich hier unten auch. So, und jetzt muss ich noch mal gucken. Weil die linke Anlage macht so viel Koks, dass ich das hier drüben eigentlich auch noch mit einspeisen könnte. So, das heißt, du machst bevorzugt da Ausgang links und den ganzen Überschuss kannst du noch nach rechts pumpen. Dann machen wir tatsächlich damit auch noch mal ein bisschen Strom. Wie weit warst du mit Granaten? Dann werden wir die nächste Flasche haben. Boah, echt jetzt? Bin mal gespannt, wo ich ankomme. Oder es kommt, da komme ich hier sogar relativ gut an. Also, ey, guck mal, wie da perfekt das hier passt. So, es ist nur die Frage, bevorzugter Eingang von da. So, Synthesegas ist fast voll, Kohlegas steigt auch weiterhin. Das heißt, die Verarbeitung muss mehr werden und ich muss mehr Kraftzentrum machen und ich brauche hier die nächste Turbine. Weil wir mittlerweile bei 96.000 brennbares Gemisch sind. Pumpe, habe ich eine Pumpe? Natürlich nicht. Also 150 Megawatt ist unser Maximum, was wir erzeugen können. Das kommt mir irgendwie ein bisschen wenig vor. Ist auch nicht das Maximum, was wir können, aber oder konnten. Wir konnten zumindest mal mehr. Wir waren bei 200 irgendwas. Ich das Ding da weg. Gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal ganz lustig weiter hier, aber.
Also die nächsten zwei Kraftzentren ran. Synthesegas bei 93.000. Muss ich mir mal merken, ob es jetzt endlich runtergeht. Nein, 94.000. Ach so, ja. Da war ja was. Irgendwer hat da mal was erzählt von wegen zu viel Dampf und so. Hat das irgendwer erzählt? Was? Brennbares Gemisch ist voll. Ist natürlich strategisch ungünstig, ne? Dann muss ich brennbares Gemisch, dann brauche ich halt weitere Turbinen. Ist immer noch voll. Gut, dann brauchen wir weitere Turbinen. Okay. Oder habe ich jetzt hier irgendwas falsch angeschlossen? Nee, es ist einfach nur die Rohre sind. Einfach nur brechend voll. Gut, wie sieht das aus mit... Haben wir sowas wie Pumpen? Nicht, dass ich es bisher wüsste. Wir haben eine Pressure Pump theoretisch, aber die macht doch was anderes eigentlich. Oil Derrick, Tarextraktor, Schweröl-Raffinerie, Gasrefinerie, Sedimentbauplan, Drilling Fluid, Erdgas, Schiefergas, Tarextraktor. Da kommt die Pumpe erst mit Flüssigkeitshandhabung. Da kommt sie aber im Normalfall immer. Muss mal ganz kurz was ausprobieren. Und zwar. Der okay, Testlauf läuft. Man achte auf den Strom. Ja, noch passiert nichts. Am besten auf eine Minute gucken, das glaube ich angenehmer. Okay, es passiert immer noch nichts. Warum passiert da nichts? Frage, nächste Frage. Ah, jetzt passiert was. Okay.
Wir kriegen hier hinten trotzdem nicht das Gemisch raus. Und da sinkt es. Okay, jetzt kriegen sie es raus. Aber guck mal, wie schnell die Umweltverschmutzung da unten runter geht, ne? Hier in der Ecke hier unten. Ja. Kriegen wir hier ins System zu viel Wasser rein? Das Wasser kommt von da, dann kappen wir mal die Leitung hier. Wir verbrauchen viel zu wenig Kohlegas. Und woran liegt das? Ja, das ist halt das große Problem. Dadurch, dass wir keine Pumpen haben. Kannst ja theoretisch gesehen, wenn das Quarz es zulässt, bei dem da eine Kohlegasding noch oder so hinsetzen. Was wie? Naja, Kohlegas kannst du auch in die Glassworks reinpacken. Und wenn das Quarz es zulässt, kannst du da theoretisch in eine Reihe dazusetzen. Dann kann man auch einfacher sagen, man nimmt mal Glasscheiben oder sowas unten raus. Aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Ja, lass mich nur ganz kurz das Wasser wieder anschließen, sonst vergesse ich das, weil das Problem ist halt, mit Kühlturm ist zu viel Wasser, ohne Kühlturm ist zu wenig Wasser. Ja, oder ich muss das Wasser aus den Kühlturm voiden. Na gut, schaut mir das nächste Mal an. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.